Meister Vegeta, schön euch wiederzusehen. Verpiss dich. Mann, dich haben wir echt lange nicht mehr gesehen, Kakao. Kabe. Oh, das meinte ich. Er ist extrem stark und ziemlich dumm. Eine gefährliche Mischung, wenn du mich fragst. Bruder. Verschwinde. Wow, du bist ziemlich schnell, Mann. Ja, ich weiß. Naja, mein Name ist Sangoku. Freut mich, dich kennenzulernen. Ja, ich weiß. Krillin, ich komme. Sie ist zu gefährlich. Supermanias, wir müssen zusammenbleiben. Ich mach sie fertig. Jiren, nein, das kannst du echt nicht tun, Bruder. Ich, Vegeta, Prinz der Saiyajins, werde dich nun vernichten. Brauchst du irgendwas? Vielleicht eine kleine Pepsi? Cheeseburger! Ich will einen Cheeseburger! Nenn mir einen Grund, warum ich zusagen sollte. Weil ich von deinen geheimen Tanzvideos Bescheid weiß. Verdammt, Vegeta, das habe ich dir im Vertrauen gezeigt. Ha! Sollte das etwa wehtun? Omaewa, mo shinderyu. Nani? Da ist Freezer! Sangoku, hilf mir! Entspann dich einfach. Freezer, was sollte das? Du solltest ihn doch nur umstimmen. Umstimmen? Ich dachte, du sagtest umbringen. Ich bin der Schnellere von uns beiden. Ich bin mir sicher, das sagt doch deine Freundin über dich im Bett. Kann der Fettsack da oben mal seine Schnauze halten? Ob ich die Schnauze halten kann? Ich geb dir gleich auf die Schnauze, Bruder. Das will ich sehen. Leg dich nicht mit mir an! Hey, solltest du nicht aufhören, mit Klappstühlen zu schmeißen? Du hast mich echt blamiert. Du bist nutzlos. Nein, ich bin Dispo. Komm mit, Jiren! Ich hab aber keine Lust. Was willst du dann? Paprika-Kartoffelchips. Okay. Mit Überraschung in der Tüte. Ich glaube nicht, dass die hier sowas haben. Ja, ich weiß. Hey du, hast du vielleicht Paprika-Kartoffelchips? Ja, die hab ich. Mit Überraschung in der Tüte? Nein. Dann verpiss dich! Ich musste Genki-Dama auf dich werfen, um dich zu besiegen, also. Ja, ich warte. Na, echt jetzt? Ja, ich warte. Wow, das ist echt nett von dir. Ja, ich warte. Ja, ich warte. Ja, genau, ich. Ein echter Krieger mit Stolz und Würde. Der Letzte meiner Art. Nichts und niemand kann mich aufhalten. Sag mal, wie kannst du noch leben? Ich hätte schwören können, ich habe die Lunge getroffen. Na, da ist sie ja. Aus dir mache ich Hackfleisch, Bruder. Ich stehe mehr auf Hühnchen. Was sagst du? Nein, warte. Cheeseburger. Oder ein Cheeseburger mit Hühnchen. Willst du jetzt übers Essen reden oder kämpfen? Ich dachte, du redest gerne übers Essen, so fett wie du bist. Das sind alle, gegen die wir jemals gekämpft haben. Einige von denen haben dich umgebracht. Das stimmt nicht. Ja, du hast recht. So ziemlich jeder hier hat dich umgebracht. Du willst also reden, von mir aus. Wie wär's denn damit, dass du es verbockt hast, den Hakaishin aus Universum 11 zu töten? Ist doch nicht meine Schuld, dass ich mich mit den Leuten dort so gut verstanden habe. Auch wenn ich es seltsam fand, dass mich der eine immer Bruder nannte und der andere immer alles wusste. Lasst uns erstmal alle runterkommen und, Entschuldigung. Hallo, hier ist Amasu. Scheiße, Mann, ich hab jemanden umgelegt. Toppo? Wieso rufst du mich an? Ich hab die Gott der Zerstörung umgelegt, Bruder. Ich bin momentan auf der Flucht mit Jiren. Verpisst euch, ihr blöden Bullen! Du sollst nach rechts wenden! Hey, Vegeta! Erinnert dich das an irgendwas? Mach einen Abgang, du Pissbirne! Hey, Vegeta, hat's mehr Spaß gemacht. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Ich verschwende keine Zeit. Ich stoppe sie. Ach, was? Du hast ja keine Ahnung von meinen Zeitsprüngen. Du bist zu schwach. Ja, ich weiß. Oh oh. Was ist denn los? Er hat Jirens Spruch geklaut. Ist das schlimm? Der Letzte, der Jiren so provoziert hat, musste nach seiner Niederlage zur Bestrafung ein Clownskostüm tragen. Das sollte doch unter uns bleiben, Toppo. Und du bist dir sicher, dass es dir nichts ausmacht, wenn ich den Planeten zerstöre? Hä? Ach ja, hau weg die Scheiße. Da ist ein Einbrecher, Toppo. Ich mach ihn fertig. Nein, das ist der Pizzabote. Ja, ich weiß. Du hast ihn umgebracht, Jiren. Hol die Schaufel. Du kannst dir nicht mal die Schnürsenkel zubinden, du Vollidiot. Ach, deswegen trägst du Klettverschlussschuhe. Na, ich komme damit immer durcheinander. Und das hat früher Chichi für mich gemacht. Du willst dich mit dem großen Wrestler-Topo Hogan anlegen? Jetzt hör mal zu, du Fleischschmitzer. Ich hab keinen Bock auf diesen Wrestling-Scheiß. Ich mach ich fertig wie ein Rettich, Bruder. Tja, im Gegensatz zu Wrestling hoffe ich, dass deine Kraft echt ist. Was hast du gesagt? Wrestling ist nicht echt. Ja! Na komm, da! Yeah!
ja, aber da ist noch die Sache mit Chi-Chi. Sie wirft das Geld, das ich verdiene, zum Fenster raus. Und wisst ihr für was? Für Schulbücher. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Dabei brauchst du sie eigentlich eher. Aber eins vorweg, ich hätte viel lieber ein iPhone in meinem Team. Aber ein Android tut es auch. Ich glaube, der ist nicht ganz so bewusst, was ein Cyborg ist, oder? Ist das nicht ein bisschen unfair, Son Goku? Nein, ehrlich. Son Gohan ist sowas von schwach geworden. Wird mich nicht wundern, wenn Krillin ihn fertig macht. Müsstest du nicht eigentlich arbeiten? Was? Arbeiten. Das, was normale Menschen tun. Jetzt, wo sie es sagen, war da was. Na? Na! Ach, der Junge ist zäh, der schafft das schon. Hier ist Topo Hogan. Und ich bin Jürgen Pipkin. Und ihr hört Radio Wrestling FM. Wir haben heute einen besonderen Gast. Hast du auch ein paar Fragen an uns? Ja, ich habe ein ganzes Blatt voller Fragen, nur für dich, Topo. Und keine für mich? Nein. Verdammt nochmal, Jürgen, du hast ihn umgebracht. Ah, ich weiß. Wenn du weiterhin unsere Gäste umbringst, wird das niemals mit der Radiosendung, Bruder. Ihr müsst wissen, dass ich selbst so eine Art Gott der Zerstörung bin. Ach ja? Was hast du denn bisher so zerstört? Meine Ehe. Autsch. Du machst wohl Witze, Bruder. Du hast nicht den Hauch einer Chance gegen Jiren oder mich. Hat irgendeiner die Null gewählt oder warum laberst du mich dumm von der Seite an, Diabetus? Diabetus? Du bist ja richtig gemein, Bruder. Ja, ich war halt die Klappe. Musst du eigentlich jedes Mal Bruder sagen? Muss ich nicht. Bruder. Okay, das habe ich verdient. Wenn die Ziege weiterhin mein Raumschiff vollscheißt, muss sie weg. Aber Freezer, Bruder, das kannst du doch nicht tun. Und wie ich das kann und weißt du, wohin ich sie stecken werde? In ein Tierheim? Nein, in ein Gefängnis. Was zum... Wo hat Prinz Vegeta die Perücke her? Willst du mich verarschen? Du weißt nicht, was ein Super Saiyajin ist. Was für ein Super-Rucksack? Verdammt nochmal, ein Super Saiyajin! Okay, ich meine, wie stellst du dir das Ganze vor? Du weißt schon, dass ich eigentlich vergeben bin, oder? Ach, das kannst du knicken. Ich küsse nicht mal meine jetzige Frau. Sag mal, filmst du etwa noch immer? Das ist für die Dokumentation mit Freezer. Und mit mir und C18 läuft's gerade nicht so gut. Ach, wirklich? Interessant.